Schon eine gute Runde gesehen von mir, musst du zugeben, gell? Ist nicht schlecht, ja. Ist nicht schlecht. Er ist schlecht! Das ist so schlecht! TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ganz speziell, ich habe wieder mal einen ganz krassen Gast bei mir. Und zwar einen von meinen besten Kollegen, der Sascha. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Sascha ist schon mal Gast bei mir auf dem Kanal. Da ist darum gegangen, was wir für No-Goals, was wir bei Frauen für No-Goals finden. Oder? Mhm. Ja, ja, einmal ich war ist nicht überall gut angekommen, aber da oben mal bei der Infobox mal verlinkt das Video. Und dann haben wir noch etwas ganz Spezielles. Das Video wird gedreht mit der Sony RX100. Das 5i ist das. Und ich muss sagen, es ist mal, mit der Sony drehen jetzt. Und also, ich habe vorher schon ein paar Fotos gemacht und ich bin echt mega. Also, besser geht es gar nicht. Wir haben heute mal etwas ganz Besonderes geplant, wie ihr schon im Titel könnt lesen könnt, die Ja, Nein, Nicht, M-Challenge. Wir haben das einmal auf dem Kanal gespielt und schon ganz lange nicht mehr. Und ich muss sagen, ich finde die Challenge immer wieder geil, ist immer wieder mega lustig. Darum würde ich sagen, wir spielen das heute einfach wieder mal. Das Spiel funktioniert so für diejenigen, die es noch nicht wissen. Einer von uns wird jetzt gerade ein paar Texte oder ein paar Fragen stellen und den darf man nicht mit Ja, Nein, Nicht, M beantworten. Aber natürlich kennen es schon alle und darum würde ich sagen, wir legen einfach los. Du bist bereit? Voll. Schnick, schnack, schnuck, wer darf anfangen? A few moments later. Gott, nein! Wow, das war nicht geplant. Ist nicht geplant, ist wirklich nicht geplant. Okay. Sascha, du bist bereit? Sicher. Also wir befinden uns jetzt so gerade in Hannover. Bist du das erste Mal in Hannover? Das meint sie das schon. Nein und Ems. Gut. Ready? Loris, genau. Freust du dich auf meinen Besuch? Total. Super, gerne sehr. Ich danke, dass ich da bin. Sehr gerne. Ja, was machen wir heute? Was hast du vor? Wir gehen Party machen. Wir gehen in einen Club und dort gehen wir ein bisschen feiern, ja? Danke, hast du gemerkt, hast du es nicht gemerkt. So, schon wieder da, ja? Sagst du, das ist jetzt relativ schnell gegangen. Brutal. Hast du das erwartet, dass es so schnell jetzt geht? Es ist einfach zu schwierig. Schon? Dann ist es weniger. Findest du? Voll. Gut, also Sascha, du bist ja Fußballprofi gewesen. 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 Mit 23 habe ich aufgehört, genau. Mit 23? 23. Also relativ jung. Das heisst, du, das für die, die es nicht wissen, Sascha ist mit 15 das erste Mal beim FC Aro im Goal gestanden. Ist richtig, oder? Das ist richtig. Mit 15, so jung! So jung, ist unerwartet gewesen. Und wieso hast du so früh aufgehört? Keinen Spass mehr gehabt. Keinen Spass mehr gehabt. Aber jeder wollte ja Fußballprofi werden, oder? Habe ich auch wollen. Und habe es auch genossen. Aber. Nein, ich war nur gut, Mann. Weg, du bist bereit, hä? Immer! Super! Ready when you are! Du hast ja eine coole Freundin, gell? Absolut. Voll. Hast du es gut mit ihr? Total. Läuft's gut? Von Tag zu Tag immer besser. Sicher? Voll. Okay. Ja, also ich habe sie ja kennengelernt in Ägypten. Genau. Wir haben dort zusammen gearbeitet. Wir haben zusammen gearbeitet in Ägypten. Ja, voll. Das war top gewesen. Kannst du aufhören, mich immer wiederholen? kann ich, ja. Danke. Ist gut. Ja. Gut, ja. Wo lebt deine Freundin? In München. Bist du bei ihr gewesen? Schon öfters, ja. Dann sehen wir dir. Mann! So, Sascha, wir sind beim Fußball stehen geblieben. Oder ist okay? Fußball nicht. Fußball ist echt. Oder hast du auch schon mal Haar? Oder tust du auch Hornuss, oder? Hornuss habe ich noch nie gemacht. Wolltest du das mal ausprobieren? Eher weniger. Eher weniger? Beim Hornussenfreien Traktor. Im Biberist. Im Biberist? Nein! Also, ich als einer deiner besten Kollegen
du natürlich unterstützen. Schau sicher alle von deinen super Videos. Dankeschön. Und dort machst du auch viel mit deiner Freundin. Hast du das weiter vor? Wir haben das eigentlich nicht genau geplant, aber ich denke es schon mal. Okay, und das kommt gut an? Es kommt gut an. Super, super. Also ja, mein Gefühl. Wie findest du das Schweizerdeutsch? Das Schweizerdeutsche wird tatsächlich immer viel besser. Also sicher? Ich verstehe. Reden? Ja, reden ist noch nicht. Ja, reden! So, Sascha Studer, wir kommen nochmal zurück zum Fußball, wenn das für dich okay ist. Oh, ein anderes Thema? Nein, kein anderes Thema. Okay. Welches war der erste Verein, den du gespielt hast, also als Profi? FC Aro. Wie lange hast du gespielt? 6 Jahre. 6 Jahre, krass. Etwa. 6 Jahre in der ersten Mannschaft. Zuerst in den Junioren. Ja. Um 15. Und nachher bin ich dann ab der U16 ins erste Mannschaftskader gekommen. Okay, krass. Und dann, wo hast du gewechselt nach dem FC Aro? Zum FC Winterthur. FC Winterthur, also Challenge League, oder? Aber jetzt mal ganz ehrlich, als Hornusser verdienst du eigentlich mehr als Fußballer, oder? Ja, hast du gehört. Ja? Wieso hast du nie überlegt, Hornusser-Karriere anzustreben als Fußballer? Beim Fußball war schon nicht so talentiert. Aber ich dachte, vielleicht sind nicht noch ins Hornusser. Verstehe ich. Aber du hast sogar noch in England gespielt, ist das richtig? Das ist richtig. Wo in England? Mansfield Town. Wo ist das? Zwischen Nottingham und Sheffield, so in der Mitte von England. Ist es nicht London? Etwa 3 Stunden von London. 3 Stunden. Also ist ja ganz in der Nähe, ja? Fast. Okay, wie sieht das eigentlich aus mit der Schweizer Nationalmannschaft? Hast du mal in der Schweizer Nazi gespielt? Auch in den Junioren. Ja. Kein Länderspiel, aber immer in diesen Macklingen Trainingslager habe ich mit dürfen, wo wir noch trainiert haben. Ah, krass. Stimmt das wirklich, dass du mal mit Ter Stegen und so trainiert hast bei Mönchengladbach? Ich war in Gladbach im Training und im Training. Weltklasse. Ja, gesagt, nur sie gemerkt. BOOM! Hey! Fuck! Ja, einfach Weltklasse gewesen vom Sascha. Wir machen jetzt den letzten Durchgang. Ich meine, es waren schon ein paar gute dabei gewesen. Jetzt machen wir den letzten Durchgang und ich probiere das jetzt noch zu toppen. Ich kann loslegen! Also, es wird sicher schwierig, mich zu stoppen. Schon eine gute Runde gewesen, man muss zugeben, gell? Ist nicht schlecht gewesen, ja. Ist nicht schlecht. Ey, schlecht! Das ist so schlecht! Hey, nein! Also, das waren 5 Sekunden gewesen. Klarer Sieger, würde ich sagen. Ja, das war tatsächlich ein klarer Sieg. Also wirklich 2 Runden, das waren Weltklasse von dir. Vielen Dank. Die letzte bei dir auch. Dankeschön. Das war ein Rekord von mir. Druck kann brutal umgehen. Ich bin ein bisschen hektisch geworden, ein bisschen nervös. Echt. Hektiker. Ja, wir haben jetzt auch ein bisschen die Story durch das Video von Sascha erlebt. Sascha war tatsächlich Fußballprofi. Langer Zeit. So nebenbei, er hat tatsächlich eine Geschichte geschrieben im Schweizer Fußball in der Super League. Er ist der jüngste Fußballer, den es je gegeben hat in der Super League. Mit 15 ist er im Goal gestanden beim FC Aarau. Gegen wer ist das? Vielen Dank für die Promotion. Ja, bitteschön. Gegen Sion, damals. Gegen 1. April war es. Also alle haben gedacht, es ist ein Scherz. Jetzt haben Vater geschrieben, du, ich spiele heute. Er so, glaube auch. Es war cool, aber ja. Es war ein bisschen auf und ab mit der Karriere. Resultat? 1-1. Dank einem riesen Bock von mir. Also, ja gut, aber verzeih mir ja mit 15. Ja, aber es ist, ja, da geht es halt ein bisschen mehr als in einer 16-Mannschaft. Es ist so. Das Krasse ist die Story, wie wir uns kennengelernt haben, aber das kommt mal in einem anderen Video. Wir werden auf jeden Fall noch mal ein Video zusammen machen. Das wäre es wieder mal gewesen. Wieder mal eine Challenge, schon lange nicht mehr gemacht. Sollte ich eigentlich öfters machen, ist mega lustig. Ich habe mega Spass gemacht, Dero. Super, ja, vor allem wenn du als Sieger rausgehst. Wow! Getränke gehen auf den Günner heute oben. Ist das geil? Oh, wow! Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum Schluss geschaut hast. Bis dann. Ciao, ciao!